Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Wir machen uns noch ein raschen, schnelles Weihnachtsgeschenk. Ich hatte euch ja vorher ja schon mal gezeigt, wie wir mit Fototransfermedium arbeiten. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das auch auf Holz geht. So könnt ihr ganz schnell noch ein flinkes Geschenk machen. Ich nutze meinen frechen Perser. Ich glaube, so frech kann ja keiner kicken wie der. Doch, du noch. Ja. Ihr braucht dafür idealerweise einen Laserausdruck. Man kann es zwar mit Tintenstrahldrucker machen, aber ich habe bessere Erfahrungen gemacht mit einem Laserdrucker. Ihr könnt auch Laserkopierer nehmen, das ist vollkommen wurscht. Dann braucht ihr ein Stück Holz. Auf Leinwand machen wir das auch noch. Dann natürlich eine Leinwand. Und dann braucht ihr dieses Fototransfermedium. Das kriegt ihr von jeder Firma, könnt ihr das kaufen. Ihr kriegt das bei Picolina im Shop. Ihr könntet, gibt es von sämtlichen Firmen. Einfach mal ausprobieren. Und einen weichen Pinsel brauchen wir noch dazu. So, als erstes streicht ihr eure Unterlage schön ein. Ihr braucht euch auch nicht wundern, nachher, wenn ihr das abrubbelt, das wird immer an den Rändern ein bisschen ausfransen. Aber das hat dann gleich so ein bisschen Schabischik-Look, finde ich. Du machst da einen Kater auf und dann sieht das nach Schabi schick aus. Hört sich komisch an, wa? Ja. So. Der zeigt fröhlich. So heißt er nämlich, unser alter Perser. Mit der bedruckten Seite. Das macht er dann auch nochmal schön. Das von dem Fototransfermedium ruf. Damit das schon mal schön durchweicht. Geht bei kleine Katze dazu passend auf den Nagel. So. Und dann platziert er das ja, auf eure Holzscheibe, was ihr gerade so da habt. Eigentlich nimmt man Rake dafür. Ich denke mal, das ist auch so was wie eine Rake. Für mich ist das ein Teichschaber. Kann man auch gut auf Glatzen machen. Ja. So. Ansonsten schön festdrücken. Damit alle Luftblasen rauskommen. Und was ihr zu viel hier habt, drückt ihr hier am Rand einfach mit raus. Darum liegt euch was unter, falls ein bisschen geschmaddelt wird. Hier wird ganz viel geschmaddelt. Immer, immer. So. Schön gucken, dass die Ränder auch fest sind. Und jetzt könnt ihr das Ganze entweder 24 Stunden liegen lassen, aber ich mache das gleich mit dem Föhn. Wenn ihr das mit dem Föhn macht, dann das Ganze 10 Minuten im Föhn draufhalten. Ich habe hier eine Leinwand, die nicht mehr ganz so schön ist. Also ist die ideal geeignet für sowas. Wieder schön bestreichen. Solche Geschenke kommen immer super an. Ich will was anderes. Ja, du kriegst was anderes. So. Guckst mal, ich alles voll schmiere. Ja, na, das bin ich ja gewöhnt. Na eben. So. Nehmt da wieder eure Leinwand. Und platziert euer Bild da drauf.
auch wieder schön festdrücken. Immer schöne Außen, immer schöne Außen. So. Und jetzt kommt unser Föhn zum Einsatz. So. So, ich habe das jetzt 10 Minuten geföhnt. Und jetzt wird es nass gemacht. Mhm. Falls ihr so ein paar Stellen müsst ihr aufpassen. Also am Anfang, wenn ihr mal ausprobiert, da werdet ihr sehen, ihr werdet auch so ein paar kleine Lücken darin frummeln. Das bleibt leider nie aus. Wenn ihr nachher da so ein bisschen dran rumrubbelt. Und wie gesagt, die Ränder, die fransen meistens aus, also. Aber es sah ja ein Südwett aus, Franz, dann sieht das nach Schappi aus. Ja, nein, nicht nach Schappi. Nach Schappi. Nicht Schappi. Obwohl, wer seinen Hund da aufmacht, hm? Guckt mal, da seht ihr ihn schon. Den Hund? Nein. Unseren frechen Fussel. So, kurz einziehen lassen. Und dann können wir mit dem Rubbeln anfangen. So, und dann sucht ihr euch eine Stelle und dann fangen wir mal an zu rubbeln. Schön vorsichtig. Seht ihr, wie sich das Papier hier runterrollt? Wenn ihr wollt, zwischenzeitlich lieber noch mal ein bisschen nachbefeuchten. Langsam aber sicher kommt das Bild zum Vorschein.
tauche meine Finger immer mal denn zwischenzeitlich in Wasser ein. Das macht sich dann besser. Guck mal, schick schon, ne? Mhm. Wie gesagt, immer schön vorsichtig machen. Dabei müsst ihr ein klein bisschen Geduld aufbringen. Hier habe ich auch so eine kleine hellere Stelle drin, aber das war meine Schuld. Da war der Kleber von außen mit dran. Gucken, ob ich es abkriege. Ja, krieg's ab. Und wenn man das Bild so haben will, wie man fotografiert hat, muss man spiegelverkehrt kopieren. Ja, Hans, ich hab's verstanden. Ja, da hat er recht. Wenn ihr das jetzt so ausdruckt, wie ihr das natürlich auf euren Geräten habt, dann ist das seitenverkehrt. Also muss das immer spiegelverkehrt ausgedruckt werden. Entschuldigt, ich heute so ein bisschen komisch klinge. Ich bin heiser. Oder komm langsam ein Stimmbruch. Das kann natürlich groß sein. Mein süßer alter Mann hier drauf. Nein, nicht du. Ich weiß, ich bin nicht süß. Und alt schon, Jani. Ich verstehe nicht, warum du lachst. Ach, Schatzi, wir waren schon ab 25. Da zählt man schon als alt. Mach dich kick up. Also gestern? Ja. Wir sind jung im Herzen geblieben. Das ist wichtig. Alles andere ist nur eine äußere Hülle. Gut, meine sieht noch schöner aus als deine. Genau. Überleg mal, wie alt der schon ist. Der ist 18. So, hier sieht man einen kleinen Augenblick. Ding. Dann zeige ich euch mal hier auf Holz. Genauso. Ich werde das nachher noch schön überlackieren. Zeig euch dann noch. Oh, das war ein bisschen viel. Das war ein bisschen viel, Ramona. Ach, zu viel Ramona kann ich ja nicht nehmen. Das ist schön gesagt. Was kriegen dafür? Gib dir was von meiner Nikolaus-Schokolade ab. Und du denkst, die ist nur da? Du hast noch nie geguckt. Das stimmt. Lass das auch kurz einziehen. Man kriegt mal, löst sich schon so ein bisschen mit ab. Also wer noch kein Geschenk hat, ihr Lieben, so könnt ihr rasch noch was gestalten. Und es hat selbst gemacht, das kommt immer gut an. So, ihr Lieben. Jetzt könnt ihr natürlich eure
ihr ein Brettchen genommen habt oder sonst hier, das könnt ihr dann nur am Rand schön dekorieren. Ich zeige euch gleich, wie ich meine Leinwand noch schön dekoriere. Aber auf jeden Fall habt das schön. Ihr könnt natürlich ein Frühstücksbrettchen draus machen. Mal schneidet da die Ränder ab oder was immer ihr mögt. Könnt ihr auch noch am Rand schön mit Serviettentechnik verzieren. Fussel, renn schnell weg. Die will aus dir ein Frühstücksbrettchen machen. Magnani, sag ihm nicht nee. Sie sehen, wie angsterfüllt er weggerannt ja. ist? Ja. Wenn du so was erzählst. Wieso ich? Du hast doch gesagt, ein Frühstücksbrettchen. Nee. So. Das lass du auch erstmal trocknen. So. Jetzt weg nach unten meine. Seht ihr, meine Rand verschönern ein bisschen. Hat hier so ein bisschen Selbstklebebordüre. Und die setze ich da jetzt am Rand an. Soll ja schabi schick sein. Sag mal, kriegst du Geld von Hundefutter? Hör mal auf. So. Haben die dir auch einen Sponsorenvertrag angeboten? Ja. Dass du ständig von Schabi redest? Ja, hab ich. So, und jetzt werde ich ihn lackieren. Futter, renn weg! So, und dann nehmt ihr euch so eine kleine Lichterkette. Bei mir ist das eine 10er. Und dann klebt ihr die von hinten fest. Ich habe mir zum Beispiel hier mal auch markiert, wo die Äuglein sind. Gucken, ob ich das so passend fixiert kriege. Und wenn er das Bild für die Schwiegermutter macht, dann macht er so eine Lichterkette mit Zeitschaltuhr. Dann kriegt die einen Horrorschreck, wenn auf einmal das Bild anfängt zu leuchten. Das macht man nicht. Das machen wir nicht. Nein, wir sind lieb. Ja. Manchmal. So. Such ein gutes Geschenk für den bösen Nachbarn. Dann wartet man einfach bloß, bis er anfängt zu schreien. Weil die Augen anfangen zu leuchten? Naja. Soll ja ein schönes Geschenk zu Weihnachten sein. Naja. Schenken wir hier Essig. So. Jetzt könnt ihr so wild überall eure LEDs hier drin verteilen, da wo ihr sie hinhaben möchtet. Könnt ihr auch mal vorher ein Licht halten, dann wisst ihr genau, wo Augen und sonst jetzt sind. Und dann könnt ihr sie euch von hinten mit dem Stift markieren. So, meine Lieben, schaut mal, fertig ist mein Fusselchen. Das glimmert natürlich, wenn er dicht daran geht. Das sieht man jetzt nicht so schön. Doch, hier sieht man es. Hier sieht man es. So schnell habt ihr noch ein wunderschönes Geschenk gebastelt. Und auch noch beleuchtet. Das hat nicht jeder, oder? Guck mal, wie frech der grinst, der Kater. Wie gesagt, ganz simpel gemacht. Wenn er mit einem ganz normalen, ich hatte jetzt mit einem Heißluftföhn 10 Minuten gemacht. Wenn ihr jetzt einen normalen Föhn habt, der wird sicherlich etwas schwächer sein, dann föhnt er das 20 Minuten. Oder ihr lasst, wie gesagt, 24 Stunden trocknen. Das geht natürlich auch. Aber ich bin ja so eher der ungeduldige Mensch, von daher nutze ich einen Föhn dafür. Ich finde das total super. Und ihr habt wie immer viel Spaß beim Nachbasteln. Und schönen Geschenken zaubern. Wenn ihr kein Foto drauf machen wollt, könnt ihr natürlich auch Serviettentechnik oder sonst hier drauf machen. Sieht auch sehr schön aus.